Hallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen wieder zurück zu Spin Diaries Hardcore am hardcoresten mit Hardcore. Zusammen mit den Clicky, den Werner und den Tito. Hi Leute, hallo. Wow, wow, wow. Ach komm schon, Schätzelein, hoch hier. Also wenn die Weihnachtsbaumplantage für nächstes Jahr platt. Also wenn ich hier hochkomme, dann hat er sich heute einen Liter Öl verdient, ey. Da haben wir. Ach, jetzt bin ich erst beim ersten. Ich habe nochmal 218 Meter. Oh nein. Ja, ich brauche aber gar nicht mehr anfahren. Ich habe noch ganze 6 Liter Kraftstoff. Was ist denn hier? Alter, hier sind auch Serpentinen. Nach oben, ja. Oder was? Ja, ja, ja. Da bin ich schräg an der Wand gefahren. Zum Glück lässt sich das Fahrhaus einzeln kippen. Bei dem, oh, den ich hab. Mann. Wichtig, da hat der Differentialspeicher raus. Dann kommt sie besser in die Kurven. Ich mach sie immer wieder rein, raus, weil sonst habe ich keinen Grip. Macht jetzt Wendy doch? Versuchen freizukommen. Oh, ich dachte, du hast erstmal aus dem Fenster gesägt, weißt du so? Aufregung, ich muss erstmal Wasser lassen, Fenster runter, weil aussteigen in dem Schlamm kannst du vergessen. Wo ist Tino? Wo ist Tino? Ach, da wird zum K700. Hast du jetzt auch das Ding, was ich hab, oder? Mhm. Anstatt mir mal Sprit zu bringen, ne? Soll ich nicht Sprit bringen? Ja, wenn du dort rechts gefahren wärst, wärst du rüber zur Werkstatt. Irgendwas hat gerade gehupt hier. Ja, ich, sorry. Mal rechts. Alles gut. Werner, du hast aber noch Sprit dabei. Ne? Ich hab Sprit, aber ich muss zu dir kommen. Ja, wenn du dann diese Linkskurve geschafft hast, geht's dann schön gerade dahin eigentlich. Da ist jetzt so die Frage, was hast du jetzt dabei, Tino? Gar nichts. Weil ich bin ja nicht an der Werkstatt gestartet. Aha. Das ist ja das Problem. Ja, ja. Kann sein, dass da so beschädigt ist, dass er gar nicht fährt, ne? Kann man sich auch im Hardcore-Modus zur Werkstatt zurücksetzen lassen? Nein. Ah, okay. Geht gar nichts. Und? Den Sprit, hä? 16 Liter Kraftstoff. Ja. Wenn wir zusammenlegen, kommen wir ein Stück. Pumpen ab und komm hierher. Jawohl, bei dir ist doch direkt so ein Berg, ne? Du müsstest nur ein bisschen Berg schaffen, den Rest runterrollen. Da kannst du vielleicht bis zum Kraftstoff reinrollen. Ich? Ja! Aber was soll... Ach so. Hm. So. Nein, nee, nein, nicht. Nein. Das wirst du nicht schaffen. Oh, sehe ich schon, komm. Gut, der nächste liegt irgendwo zwischen den Bäumen. Das Einzige, was mir bleibt... Oh, Randy ist ja wieder frei. Ja, Randy. Ja, so halbwegs, so halbwegs. Ich versuche mich gerade hier mit dem Kran durch so eine Schlammscheiße durchzuwinden. Wenn ich leer bin, dann kann ich ja auch was mitmachen. Ja, aber ist ein bisschen schlammig hier. Ja. Es ist jetzt halt auch die Frage, wo ich jetzt hier lang fahre. Vor mir ist jetzt schon wieder nur Wasser. Links Wasser, rechts Wasser. Geradeaus. Baby, Baby! Ach, ich krieg doch hier, Alter, das Rotzen, du! Scheiß Kran nach unten! Komm, bevor wir wieder... Alter, hallo! Komm! Stell mich auf, danke! Boah, hast mich geschockt jetzt, ey! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, komm! Gib! Ach komm, ey, ja, komm, 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 komm. Hast du Werbung? Komm, komm. Ja. Feierabend. Oh, da hängt aber sehr schön schräg, wenn ich den Pfeil angucke. Ist das Holz noch drauf? Nein. Oh Mann! Echtes Holz verloren. Also, ich sehe es nicht so ganz. Also, zwei könnten zur Sicherheit, zur Not vielleicht noch, aber ansonsten ist die ganze Kabine gerade unter Wasser. Das ist doch so ein Rotz, Alter. Das ist
so, warum muss man auch so eine scheiß Flussbüschung, warum muss das auch so steil sein und dann noch aus Sand? Natur. Ja, Natur, scheiß, krankes Stück Scheiße. So. Aber du siehst doch, es geht, es sind ja schon andere weiter. Ja, schön. Also am Anfang nur auf die Karte gucken müssen. Ja, ich hätte komplett außen rum. Nochmal Salz in die Wunde rein. Ja, klingt richtig. Du kannst ja auch mehrere Punkte setzen, ne? Du kannst ja nicht nur einen Projektpunkt setzen. Ich weiß ja, wo ich hin müsste. Das hat ja trotzdem eher nicht so viel gebracht. So eine Kackscheiße, ja, du Elend nochmal. So. Gut, von der Lene war das. Von der Lene war das ja nicht. Gibt aber auch. Ne, es gibt zweimal Stammausgabe, aber. Ja, du kannst ja vielleicht maximal, was hast du noch an der Werkstatt stehen? Darf ich noch an der Werkstatt stehen? Typ B 130 und Typ B 130. Kannst du jetzt noch damit versuchen, schon mal zum Holz zu fahren, zu laden, oder? Also Typ B 130 ist ja auch nicht mag. Ja, da kann doch auch Holz, oder? Klicki, wo muss ich, wie weit muss ich noch zu dir? Geradeaus weiter, das ist noch. Warte ich. Mach mal kurz, zack, zack. Ach nee, der 130er, das ist der blaue. Ja, ich muss mich tanken. Das ist der blaue, der kleine. Das ist ganz schön, ne? Geht ständig immer ein bisschen bergauf. Ja, ja. Aber jetzt glaube ich, hab ich's. Ja, der Typ B, den brauchst du nicht nehmen. Mit was, wenn dann den Uni, ne? Ja, komm ich ja trotzdem nicht aufs Aufladen. Das Ding hat ja keinen Kran. Gibt's gar keinen Kran dafür? Nee, das ist ein Unimog. Da gibt's, sehen Sie, was ich hier hab, ist Kabinenschutz, das war's. Na und den Langholzdriller, oder? Gab's so Mittelholz. Hab ich nicht, Mittelholz gibt's ja. Da muss quasi nur noch einer mit dem Kran ankommen. Na, Tino ist ja auch gleich bei mir. Was hat Tino mit? Nichts. Nix. Ich hab leider gar nichts. Du bist jetzt mit dem Fahrzeug, wie ich hatte, ne? Wie ich hatte. Mhm. So, jetzt ist natürlich die Frage, wo fahren wir dann hier lang? Fahren wir rechts rum oder fahren wir links rum? Martino, links wird ja auch so irgendeine Verdeckung. War nicht schlecht, wenn du die aufdecken kannst. Mhm. Dann müssen wir nicht mal hinfahren. Direkt neben mich kommen eigentlich. Oh, nervig hier. Oh, danke. Bitteschön. Ja. So, der kann wieder weiter. Okay, oh. Was haben wir denn jetzt noch? Frage. Jetzt. Tino hängt? Okay. A700, Kraftstoff, okay. Ziel, du hast 4 Punkte mit Clicky? Ich hab 4 Punkte, ja. Okay. Falls mal, Ah, da kommt Tino, durch den Wald. Ich müssen wir hier geradeaus, oder? Ach, hau ab. Geht nicht? Umgeschmissen. Oh ja, ich sehe es leuchten, aber eher am Boden näher. Wow. Na, da ist nicht so einfach, ne? Komisches Teilchen. Ja, ist ja die Frage, jetzt fahre ich hier geradeaus weiter oder fahre ich links den Fluss? Da macht nämlich vorne und nach rechts eine Biegung. Das ist eine gute Frage. Wenn es eine Sackgasse ist, also mit dem Hängerzug zurück. Ja, mit Sackgasse ist das nicht. Geradeaus ist keine Sackgasse. Da vor dir ist ja auch so was wie Wasser, siehst du das? Da, der Fluss biegt ja vorne auch nochmal rechts ab, also in die Richtung, wo wir hin müssen. Ich kann ja einfach losfahren, mir ist das egal, aber wenn wir es dann verlieren, dann müssen wir 8 Punkte noch holen. Naja, das Problem ist, halt so eben mega problematisch. Ach, ich hätte rechts gemusst einfach. Okay, da war die Straße schon. Werner, da hätte ich aber lieber vorne abgehangen. Ja, geht.
Soll ich fahren? Oder ja, fahr. Gut. Dann ist eine Menge Miste, bis raus aus der Kiste oder so ähnlich. Und los. Schau mal, was Digi macht. Kleiner Tannenbaum, gib doch einfach Gas. Dann, ja, dann, ja. So. So, Gang einlegen, Gas geben und zurück. Hängst du da Feuer. Auf dem Baum? Feuer, Feuer, Gas, 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 Gas. Weiter. Bahn hängen. Starten kannst du nicht, ne? Ja. Jetzt. Jetzt. Ja, ich zieh wieder. Aber jetzt steht er fast. Mach. Den Kettenraucher. Und. Ja. Die andere Richtung. Lol. Werner, nein. Hier nicht. Bist du kuscheln oder? Ah, nee, du, ey. Gib mal gar. Oh, hättest besser vorgefahren, hättest ihn einfach wieder. Einfach rangefahren. Oh, diese russische Gangschaltung. Ja, oh, ja, vorne ist eine. Vorne ist eine Asphaltstraße. Lenk mal nach links, Tino. Ach, Gang Überdrehung. Also, gib doch gar. Kommt jetzt mit. Wegen mir. Hab eh nichts vor. Bei mir ist mein Sattel verkeilt sich. Ah! Eier, heute läuft's wieder. So, Moment. Ich soll jetzt einmal aufstellen. Ich hab hinten keine Punkte? Wow. Der Wind ist vorne. So, meine Frage. Ich zieh. Boah. Dich, Handbremse. Hab ich. Komm, ja. Komm die immer näher, ne? Sag mal, was wiegt denn dein Gedöns hier? 4 Punkte abgeladen. Sehr schön. Ja, 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 ja. Nee. Jetzt. Und Sache. Oh was? Mann. So, was machen wir jetzt, ja? Also ich bin wieder am Verladepunkt, aber brauchen halt einen Kran. Also. Der wird nicht mehr cut gehen. Hola. Oh, 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 das tut mir leid. Dann versuchen die ganze Strecke wieder zurückfahren. Ja, das ist jetzt schwierig. Das Problem ist, dass wir ja mindestens nochmal 2 oder 3 Folgen bräuchten. So, gucken wir mal. Na, hast du jetzt Mittelholz, Randy, oder was hast du jetzt? Ich habe jetzt den Unimog mit dem Mittelholz-Trailer. Ach, Mist, Anhänger gelöst. Wir haben aber halt auch nichts mehr in der Nähe. Naja. Außer also, es hat noch jemand irgendwie einen Typ B130 noch an der Werkstatt stehen. Hey, ja, ist, was, hab ich. Ich hab ein HTZ an der Werkstatt stehen. Ja, klicke ich ja doch noch, oder? Ich hab an der Werkstatt? Nee, hab ich. Ah doch, da habe ich diesen C, glaube ich, noch stehen. Ach, den C? Ja, alle gefahren seid. Achso, das ist der C. Ah, ja, okay. Auch, ja. Ich hab an der Werkstatt den Unimog noch stehen. Wir brauchen halt irgendwas mit Kran, der jetzt halt wieder runterkommt. Okay, Moment mal. Da weg, das damit. Ist ja nur den wir hatten, also der Dreiachser. Na gut, warte mal, dann lass ich den hier stehen. Hat auch noch einen hier, ne?
Frage ist, wollen wir das jetzt noch machen? Ja, theoretisch müssen wir ja nur Randy beladen, ne? Dann geht's ja eigentlich los. Ja, Randy beladen und hochbringen, das war's. Richtig. Warte, dann hol ich mir jetzt hier einen Kran drauf. Ich hab leider nichts mehr anderes hier, verdammt. Kannst auch mit Sprit hier vielleicht hinterkommen dann, weil Randy wird definitiv noch danach Sprit brauchen. Ja, ich hab nur noch 95. Was? Wo ist es denn? Mann. Ganz hinten, ne? Sprit sagst du. Also Sprit kann ich bringen, aber mehr kann ich nicht dienen, ne? Ja, Hauptsache Sprit. Und von mir so klein, was so viel brauchen wir dann im Endeffekt auch nicht. Aber Freunde, es bleibt spannend in der nächsten Folge. Werdet ihr das gegebenenfalls erfahren. Deswegen Däumchen da lassen, nicht vergessen, bei den anderen vorbeischauen. Alles verlinkt und bis zum nächsten Mal. Lulu. Tschüss. Tschüss.